Einen wunderschönen guten Moin und herzlich willkommen hier. Ganz ungewohnte Umgebung hier in letzter Zeit. Und zwar wieder hier bei Altes Live. Und ich bin diesmal endlich nicht alleine, sondern der Ben alias Harmut von der Breuen, der ADAC Oberbosschef, ist auch dabei. Moin, hallo. Ja, und wie ihr seht, als ADAC, also als Zivi, ja, ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit kaum irgendwas aufgenommen. Tut mir leid, ich habe immer in den Kommentaren gelesen, dass da drauf gewartet wird. Aber jetzt endlich haben wir mal einen Termin gefunden, wo wir endlich mal aufnehmen und auch endlich nicht alleine, sondern jetzt hier mit dem Ben. Moin. Und im Hintergrund hört man schon irgendwelche Sirenen. Ja, geplant, also erstmal von vorne. Wie ihr vielleicht seht, ist die Map ein bisschen anders. Und zwar ist die Mauer jetzt hier und nicht hier irgendwie. Berlin-Mitte ist jetzt auch nicht mehr, wo eigentlich mal Kavala war oder ist. Ist hier nicht mehr Berlin-Mitte, sondern Gatow. Wie ihr seht, ist hier auch das ADAC-HQ zusammen mit der Polizei und dem Sani-Stelle. Und hier unser Kollege, der Herr Nehmweich, der schwimmt gerade irgendwie eine Runde. Abkühlung. Der ist leider nicht mit im TS. Und ja, zurzeit befinden wir uns hier oben am Flughafen, wo hier bei Gravia und Berlin Mitte ist jetzt hier in Atira, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier ist Polizei-HQ, Krankenhaus haben wir hier auch. So, und wir sind jetzt hier in der ADAC. Ja, ach, dann ist das ja das ADAC-HQ. Ja, gut, meinetwegen. Oh, da kommt jemand. Kam jemand? Doch nicht. So, jetzt muss ich erstmal hier nochmal ganz kurz gucken. Also, so war der Gruß. Dann war so, hallo. Das war Liegestütze. Okay, gut. Und zwar wollten wir, oder wollte ich euch mal in den ADAC-Alltag entführen, ein bisschen hier zeigen. Und bin auch dankbar, dass hier mal ein Kollege dabei ist, damit es nicht so langweilig ist. Auch wenn ich momentan die ganze Zeit laber, aber das muss einmal kurz sein. So. Hast du eine Idee, wie ich meine Tastatur umstellen kann? Inwiefern? Meinst du Steuerung so? Das Ü schreibe ich irgendwie eine Klammer. Das ist doch hier ein armer irgendwie so ein Trick. Da muss man noch irgendwie SRG und Alt drücken oder so. Kein U. King Kundschaft? Keine Ahnung. Ich soll mal gucken. Oder will er nur tanken? Achso, nee, er dreht nur Oder eine will nicht Runde. zu uns. Er dreht nur eine Runde, alles klar. Ja, gut. Ja, keine Ahnung. Muss er vielleicht bei konfigurieren? Aber nee, statt Ü eine Klammer. Achso, vielleicht weil jetzt englische Version ist. Die haben ja auch eine andere Nee, es ist Tastatur. irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Egal. Da ist ja auch das Y und das Z irgendwie vertauscht. Und ja, hier ist die sind die sexy Dienstwagen. Also zwei von drei, glaube ich. Den Hunter gibt es noch, ne? Ja, ein Hunter. Genau. Den Hunter darf aber nur er fahren hier, der Oberboss-Chef, der Leiter. Hohoho. Sag mal, konnte man nicht auch mal nicken? Nee. Nicken. Ah, Acht. mit 6. Neun. Ach, sechs. 6. 6. Okay, mit 6. Und ich finde den hier immer noch am coolsten. Den habe ich nur gerade irgendwie aus Versehen verkauft, anstatt ihn abzurufen. Ich finde das nur ein bisschen blöd, dass oben das Blinklicht so ein bisschen kaputt ist. Aber na gut. Ja, hier, ja, den finde ich irgendwie cooler. Aber natürlich gibt es ja auch einen fetten BMW, den ich mir jetzt mal gerade gegriffen habe. Und ja, es. Ja, erzähl doch mal irgendwas über den ADAC. Also ein bisschen. Ja, soll ich einfach mal so die Ränge Ja, erzählen? alles, was dir gerade so einfällt. Ja, erstmal, das hier ist so aktuell das HQ von uns. Sieht man hier so ein, hinter dem Ben hier, sieht man so eine kleine Werkstatt mit so einer Hebebühne hier, die leider nicht hochfährt, aber man kann das ja so mit einbringen, keine Ahnung, Liegebühne. Kabel. Genau, dann haben wir hier unser Büro. Sieht man das aus deinem Winkel? Ja, sieht man alles sehr schön. So, hier haben wir so ein Büro mit schönem Wasserständer und ein paar Zeitschriften und Die können Keksen. uns auch gerne mal besuchen, aber die Kekse kosten. Also, Ja, genau. hier ist dann Dann PC. finden dann die finanziellen Sachen statt, wenn zum Beispiel ein Kunde bezahlt, also Abrechnung und sowas, alles wird hier gemacht und auch Bewerbungsgespräche. Ansonsten ist hier Wartebereich, wenn die Autos repariert werden nebenan. Hier in der Werkstatt, genau. Ansonsten haben wir hier vorne, komm mal mit, Ah, der bitte. Wasserspender geht nicht, egal. So, Dann haben warte. wir Ärztliche Nachfrage. Ja, wir sind auf Sunny. einem Kanal mit den Medics, muss man dazu sagen. Also immer wenn
Ja, auch wenn da ärztliche Schweigepflicht besteht, scheiß doch. Wir sind ja keine Ärzte, wir brauchen die Schweigepflicht nicht. Da kriegen wir die Not, also die ärztlichen Nachfragen, wie ihr da seht, also die Notrufe sozusagen leider auch. Das ist immer ein bisschen verwirrend Ja, am Anfang, Lieutenant Confirmation. Gut, dann weil kann man hier, also sorry, ja, nee. hier ist die Fahrzeuggarage und auch Genau. der Fahrzeugshop. Dann kann man hier also sein Auto ausparken. Da Oh, gegenüber ich habe die oder Helmets schräg vergessen, ne? gegenüber Genau. haben wir den Helikoptershop. Da kann man dann, vielleicht kannst du ja mal reingucken. Kannst du ja mal zeigen, was es alles gibt. Da sieht man ja die schönen ADAC Fahrzeuge. Helikopter Garage. Nein. Fahrzeugshop. Da. Den M900, den habe ich mir einmal gekauft für 375.000 und direkt beim ersten Flug geschrottet. Darüber reden wir nicht. Den Orca und den Taru. Genau. So, ja, genau. Und dann ist hier auch noch neben dem Fahrzeugshop, also neben dem normalen Fahrzeugshop, der ADAC Donator Shop. Hast du das schon mal erwähnt mit dem Global Donator System? Glaub nicht, ne? Also, soll ich das kurz Ja, erklären? mach. Also, das Donator System ist ein Spendensystem vom Server hier. Das heißt, von der Serverleitung wird ein Spendenziel festgelegt. Es ist meistens immer am Mittwoch. Und dann, wenn dieses Spendenziel erreicht ist, wird das Global Donator System angestellt. Und man kann hier, kannst du mal reingucken, die Dokumente, Habe ich gerade einmal schon eine gezeigt, ja. Rechnung und eine Mängelkarte kaufen und dann halt den Hunter und den SUV. Ja, und wenn das Ziel nicht erreicht wurde, dann bleibt das halt aus, solange das Ziel erreicht wird. Genau, und das Ziel könnt ihr dann im Forum nachlesen. Ja, und während dieses Ziels kann man dann halt, wenn es an ist, auf die Fahrzeuge hier zugreifen und wenn es aus ist, halt nicht. Genau, und wenn ich mich nicht irre, war hier auch ein Global Donator Shop beim Lagerhaltpflicht. Flughafen. Lol, das war gerade der ADAC-Funk. Was hat er gesagt? So, ich weiß es nicht. Warte, ich frage noch mal. Was meintest du? Lageraufsicht. Was für eine Sicht? Lageraufsicht? So, Alles klar verstanden. So. Ja, er meint es mit den Hangern. Ach so. Gut, ansonsten war es das eigentlich schon noch mit dem HQ hier. Das ist noch nicht das Vollendete. Das ist ein Übergangs-HQ. Ich wollte Aber gerade jetzt sagen. wollten wir eigentlich zum anderen HQ fahren, nach Kavala, ne? Genau, Oder nach Gato. ich weiß gar nicht, ob ich mal das andere HQ auf dem alten Server gezeigt habe. Wenn nicht, dann tut mir das leid, aber weil das fand ich echt nice. Da war auch so eine Straße zwischen, hat uns. Dann, also es war hier doppelt so groß ungefähr. Also auf der anderen Straßen hatte dann auch noch. Aber okay. Und die Rettungsdienstanforderung, das ignoriert einfach das. So, dann lass uns mal die Motoren aufheulen. Und ja, besucht uns auch gerne mal hier. So, wollen wir los? Wollen wir los? Fahr mal vor, ich kann den Weg leider nicht. Fahr mal so ein bisschen mit dem Shift F9 Parkfahrlicht. Ich finde, das ist ein bisschen mal, sieht ganz cool aus, wenn da Ja. hinten ADAC Straßenwacht draufsteht. Hinten auf der Klappe da. Genau. Ja. Und dann oben das Orange Licht so an. Das finde ich ganz nett. So, muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe jetzt eine Zeit lang Euro Truck Simulator gespielt und da ist das alles ein bisschen anders. Eieiei, willst du lieber vorfahren? Nee, ich kenne den Weg ja nicht. Achso, wir können auch die Map mal anmachen. Map, die Map. Ich kenne den Weg. Wir müssen einfach nur die Hauptstraße lang fahren. Warte mal, jetzt hat man überhaupt nichts mehr. Kommst du hinterher? Ja, ne? Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Aber falsche Straßenseite, Alter, was dauert das mit dem Lenkrad so lange? Muss wieder auf Tastatur umsteigen. Ja, und da, wo wir jetzt hinfahren, das HQ, das ist dann halt so ein HQ, hast du ja eben schon erwähnt, ne, mit den Medics und der Polizei zusammen. Und das wollen wir euch gerne gleich ein bisschen genauer erklären. Dann zeigen wir, oh, man sieht meine Fahrskills, willst du wieder vorfahren, dann sieht man mich nicht. Nee, nee. Das war mir nicht besser. ja, und was wollte ich gerade sagen? Ja, dann stellen wir euch noch ein bisschen die Fahrzeuge davor, die wir alle beim ADAC haben. Genau. Und ja, soll ich einfach mal auf dem Weg so ein bisschen erklären Ja, von den erklär Rängen? mal. Oh Gott, nein, 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 Also, nein, 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 nein. fängt an mit der Bewerbung im Forum. Ihr müsst euch bewerben. Der Forum-Link wird wahrscheinlich in der Beschreibung sein, ne? Natürlich. Und da müsst ihr euch dann im Bewerbungsbereich bewerben. Da gibt es auch Bewerbungsvoraussetzungen, was ihr einhalten müsst. Oh nein. Warte mal, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich muss mal kurz anhalten. Bremse aber ganz kurz Moment. und fahren links Soll ran. ich mal eben vorlesen? Ja. Soll ich mal vorlesen, die Nachricht? Ja, kannst du ruhig machen. Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Rainer Zufall. Bin ein Ossi und habe da so ein Problem. Nein, nicht, dass ich unbewusst in den schlimmen Westen gefahren. Oh, Okay. poetisch. Achso.
Nee, ich habe mein Auto in einen schönen Stein gerammt. Sehr schön. Meine aktuelle Position ist die Todeskurve. Wären Sie so nett zu kommen, es ist ein reiner Zufall, dass dies Oh heute passiert. nein. Freundlich Gruß, reiner Zufall. Jetzt ist er fast auf dem Weg, oder? Ja, ist sogar auf dem Weg. Ja, ich schreibe ihm mal. Schreibe Wir mal, sind wir unterwegs. sind on the way. Schreib ihm. Theoretisch müsste jetzt mein Blinklicht, ah, da ist es auch, angehen. So, es ist hier hinten ganz schick. Und hier vorne ganz schick. Und nachts kann man dann halt optional etwa da so ein ganz helles Licht dazuschalten oder alleine so ein helles Licht, weil man das wäre dann hinten zwar nicht, aber dann hier vorne. Oh, da kommt irgendwo ein Medic. Oder irgendwas. Ah ne, da fliegt der Medic. Da hört ihn rumfliegen. So, ich habe dem jetzt mal geschrieben, wir können dann loslegen. So, hier oben vorne nochmal ganz kurz, da seht ihr Moment, das ich bin helle noch mal Licht. unterwegs, ja. So, und ich schalte immer ganz gerne beides an. Na komm. Oh, was, was. So, jetzt sollte beides an sein. Also das helle und das normale Licht. So. Dauert immer ein bisschen, bis das So, wollen wir Blinklicht heute loslegen? an ist. Jo, ich bin da. Ich habe ihm geschrieben, ne? Sehr schön. Ich habe ihm geschrieben, wir sind unterwegs, beziehungsweise zwei ADAC-Mitarbeiter sind auf dem Weg zu Ihnen. So. Ja, ich wollte gerade erzählen über die Ränge hier, ne? Genau. Also es fängt ja, wir waren bei der Bewerbung stehen geblieben. Ja. Also da muss man dann die Bewerbung verfassen mit den Bewerbungsvoraussetzungen, die man beachten sollte. Und dann, wenn mir die Bewerbung gefällt, beziehungsweise wenn sie die Voraussetzungen erfüllt. Oh Gott. Und dann wird man eventuell zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, was dann einmal im ADAC-HQ einfällt, Wo wir was ich gerade euch eben waren, der einfällt. Entschuldigung. stattfindet. Verstehst du mich? Ich verstehe dich. Ja, genau, stattfindet. Alles klar. Und einmal wird es in-game stattfinden und einmal auf dem TS. Und dann gucke ich halt so, ob mir die Person gefällt. Gut. Und dann, wenn das positiv verläuft, das Bewerbungsgespräch, dann wird man als Praktikant aufgenommen. Man ist eine Woche Praktikant und da wird dann halt geguckt, wie aktiv man ist, ob es Beschwerden über einen gibt. Dann entscheidet der ADAC-Leiter, ob man dann aufgenommen wird. Da muss man eine Prüfung absolvieren. Und wenn man diese Prüfung erfolgreich besteht, ist man ADAC-Mechaniker. Und dann, ich gehe jetzt nicht genau auf jede Prüfung ein, dann muss man halt wieder eine Prüfung machen, nach einer bestimmten Zeit. Und dann wird man TÜV-Prüfer. Da darf man halt mehr Fahrzeuge fahren. Soll ich noch erklären, was man bei jedem fahren Kannst du gerne darf? machen, wir haben noch Zeit bis zur Todeskurve. Glaube Also ich. als Praktikant darf man den Offroad und den M900 fahren und fliegen. Aber ganz Als kurz: Mechaniker darf man. Der Offroad ist der, wie der Ben, der gerade fährt vor uns. Falls es Genau. irgendwelche Armer unerfahren gibt, Unerfahrenen gibt. Und als Mechaniker darf man den Offroad, also den Geländewagen, dann den M900, einen kleinen Hammett, wir haben da so einen Abschlepphammett und einen großen Hammett, den zeigen wir gleich noch. Ja. Und dann darf man natürlich auch den M900 und man darf noch den SUV aus dem Global Donator System. Dann muss man halt. Was? 12 FPS hier gerade. Alter. Ja, das ist ein bisschen schlimm. Das Bei sind mir aber Städten auch. meistens. Und dann muss man wieder eine Prüfung machen und dann ist man TÜV-Prüfer. Da darf man das vom Mechaniker auch und dann noch dazu den Orca und den Hunter fahren. Der Hunter ist auch aus dem Global Donator System. Achso, beim TÜV schon den Hunter? Ja. Okay, gut, das war's nicht. Und dann nach dem TÜV-Prüfer muss man wieder eine Prüfung machen und dann ist man Ausbilder. Und als Ausbilder darf man dann auch den Taro fliegen. Mensch, ich habe ja gerade schon was gehört. So, ich sperre hier mal ab. Können wir durch Wo mal. ist er denn? Ach da. Wo hat er denn sein Auto? Mensch, dann fahren wir mal an die Seite hier. Wo bleibt mal jetzt mein scheiß Blinklicht, Alter? Da ist es. So, ich rede mal mit ihm, ne? Ja, ich kümmere mich hier drum. Guten Tag, der Herr. Boah, gucken Sie mal, hier diese Kurve hier. Mensch, was haben Sie denn gemacht? Im Wo ist. Osten. Wo befindet sich denn Da Ihr gibt Auto? es solche Kurve nicht. Ja, mein Auto ist hier unten. Hier unten. Mensch. Oh, das sieht aber schlimm aus. Ich sehe das schon von hier hinten. Oha, voller Leute runter. Ja. Eieiei, das sind aber volle Leute gegengebrettert. Aber dafür sieht es noch ganz heile aus, muss ich ehrlich sagen.
Wie lange Oh, braucht ihr noch in etwa? das hört sich ja schlimm an. Eieiei. Willst du mal durchgeben, dass wir eben im Ja. Einsatz sind? Falsche Taste. Wir sind gerade bei einem Einsatz in der Todeskurve. Wir sind danach auf dem Weg weiterhin. Alles klar, ich habe Darf nämlich ich selbst einen mich Hubschrauber dazu einmal hinterfragt. reinsetzen? Ben, kommst du gleich mit runter? Ja, sofort da. Mach's erstmal hier schick. So. Oh. Ja, ich sehe, die Motoranzeige hat der Motor einen kleinen Schaden. Tut sich da gar nichts mehr oder können Sie ein Stück zurückfahren? Mal gucken, was da abgeht. Oh. Ja, Ich warte mal eben kurz auf meinen Kollegen und dann gucken wir uns gleich mal zusammen an. Oha, wie haben Sie es denn hier runter geschafft? Ja, im Osten gibt es solche Kurven nicht. Hier Ah. gibt es nur gerade Strecken. Ja. Mensch, Kollege, willst du dich einmal reinsetzen und die Motorhaube aufmachen, bitte? Können wir uns Jo. das mal gemeinsam angucken? Klar, Moment. Einmal nur den Hebel ziehen. Und ja, sehr gut. Das ist schon super. So, dann gucken wir uns das mal Ich an ruf hier. kurz meine Frau an, ja? Ich ruf kurz meine Frau an. Alles Machen Sie klar. das. Mensch, hier, Ben. Komm mal her hier. Guck dir das mal an. Eieiei. Clara. Guck dir mal die Hier, Wasserpumpe da an. ach du Ihr Scheiße, ja. Reiter. Ja. Eieiei. Und der Schlauch von der Ja. Wasserpumpe. Oh nein. Oh Gott, das Kabel da hinten ist auch total zu alter. Ja, ich hatte Oh, Unfall. oh, Ich oh. bin Wenn blind. der noch so lange so weitergefahren Ja, wäre, dann eine wäre der Motor nicht Sekunde. gekühlt Na. worden. Ja. Und eie, das wäre ein Motorschaden gewesen. Ja, nein, es Oh Gott, tut wie mir erzählen wir leid, dem das aber nur? das ist die Das Sache, Sagen dass mein Auto kaputt ist. einfach, es ist nichts, ist nichts kaputt. Ja. Ja, mir geht's gut, Wollen wir das danke. eiskalt durchziehen? Wir müssen weiter, ne? Ach, nee. Wir machen das schon noch richtig. Ja, klar. Naja, Ja, gut. Mensch. Three, So, ich gehe da ready mal up. rüber zu dem Herrn hier. Ja. Der Herr! Ja. Darf ich Sie kurz stören? Machen Sie, ich muss kurz auflegen, Schatz, warte. Ja, was gibt's? Ja, Ihre Wasserpumpe ist kaputt. Also Ihre Wasserpumpe und Oh ihr und Gott. der Schlauch der Wasserpumpe. Und die Wasserpumpe, wie Sie vielleicht wissen, kühlt den Motor. Und wären Sie noch ein paar Meter weitergefahren, dann würde der Motor nicht gekühlt werden. Oh Und das wäre dann Gott. totaler Motorschaden. Oh Gott, müssen wir abschleppen, Auto. Abschleppen. Eigentlich haben wir eine Wasserpumpe dabei. Wir müssen gleich mal gucken. Außerdem ist hier noch ein Kabel. Wenn Sie Gucken einmal Sie doch gucken. mal da hoch, guck, aber wenn Sie doch da unten gucken, da sehe ich doch schon die Achse fast unten hängen. Gucken Sie mal. Er will, dass wir Wie es soll das so abschleppen. sein? Ja. Ja, ich sehe das. Ey, warten Sie, ich gucke mir das nochmal genauer an. Sonst lass ihn noch Ich in die weiß nächste Stadt nicht. mitnehmen und das Auto dann später abschleppen. Oh Gott. Oder wir holen den Ging so Kollegen hierher. schnell, also Ja, ich steht er jetzt konnte mit gerade seinen. noch so bremsen und dann ist Auto hier gegen Ich Stein. frag Verstehe ich mal. natürlich. Ja. Im Osten gibt's sowas nicht. Ja, Der Wagen scheint ein Geh total einmal Schrott kurz zu sein. pushen, ich Könntest werde du eventuell mit einem auf Hammett kommen und einen müssen SUV sein, um abschleppen? das Auto vielleicht in Werkstatt zu bringen und komplett zu fixen, Todeskurve? weil ich zahle gut Todeskurve. Geld für Ossi. Ich krieg Ja. hab gut Geld. Verstehe das. In 5 Minuten komme ich aber erst hier weg, circa. Du kannst in 5 Minuten erst weg. Sind Oh, da gerade ein dann bisschen nehmen die wir den in Hände die nächste gebunden. Stadt mit. Warte, Ja. ich melde mich gleich, ich melde mich gleich. Warten Sie mal ganz kurz, ich muss es eben mit meinen Ja. Kollegen absprechen, der in der Zentrale sitzt. So, Ja, ja, was machen wir machen jetzt? Sie. Ja, ich würde sagen, wir nehmen ihn in die nächste Stadt mit, zeigen einmal das HQ und kommen dann hier Ja, wieder. klarer. Ja, die Herren besprechen gerade. Dann können wir da ja gleich den Ja, Helmet das war nur ein mitnehmen. Zufall, Auf dass dem Weg diese hierher Herren, wieder. sie sind sehr Ja. nett. War ein Ja. klarer Fall, dass mein Auto Was ist kaputt denn hier die ist. nächste Ich weiß. Stadt? Wir nehmen ihn Ja, einfach mit ich hier weiß. nach Kavala. Ja. Oh, nicht. Ja doch, nehmen wir ihn mit, ja. Ja, gut, Okay, ich willst du ihm das lege auf. vorschlagen? Bis heute Abend. Bitte? Willst du ihm das vorschlagen? Ja, okay, weiter. So, ich kann wieder die Herren. So, ja, Zufall. Mein Name ist Ben Kingston, guten Tag erstmal. Wir haben leider ein paar Guten Tag. unserer Kollegen sind sehr weit hier über die über die Städte verstreut und wir können momentan hier jetzt nichts am Fahrzeug machen und müssen das abschleppen. Allerdings haben wir keinen Abschleppwagen. Hier müssen die den erst holen. Sollen wir sie
mit nach Gato nehmen. Und dann das Auto liefern Ach, wir ich danach. kann. Ach, ich. Ich. Ja, ich mach, wenn sie abschleppen, tun ist okay. Kriege ich dann Werkstatt wieder repariert, das Auto fertig, oder Ja, das wie sieht kriegen Sie es dann da fertig. aus? Wir schleppen uns in der Okay. Werkstatt ab und benachrichtigen Sie dann, sobald das Fahrzeug fertig ist. Gut, und sie nehmen mich mit oder muss ich Taxi Wir rufen? nehmen Sie Wir nehmen mit. sie Natürlich mit. Lassen Sie hier nicht Ach, stehen. ist doch nett von Ihnen. Gut, dann sage ich kurz meiner Frau Bescheid. Und denken Sie Jo. daran, Ihr Auto abzuschließen. Ja, es waren ja auch Sie jetzt. Ich wusste, dass Sie hier sind. Sonst hätte ich hier natürlich den Klipser da runter gemacht. Gucken Sie. Den nimmst du mit, ne? Ich will mich nicht blamieren. Sehen Sie, sehen Sie. Mechaniker an Zentrale. Ja. Dann schleppe ich Ja, ihm hört. ab, ich gehe schon mal proben, okay? Alles Hammett klar, wäre jetzt komm mit. einsatzbereit. Wir nehmen ihn mit in die nächste Stadt, fahren kurz zu dir da in das HQ rein und kommen dann mit einem Hammett wieder zurück. Also du kannst erwarten, wir kommen dahin. Passt schon, danke. Alles klar. So. Es ging so schnell, wissen Sie. Ich bin hier mit 250 oder was angekommen und einfach sah diese Leitplanke und musste ausweichen. 200, Naja. mit 250 Mensch. sagen Sie das nicht so laut, wenn das die Polizei hört. Ja, ich weiß. Aber ich muss auch noch wegen Versicherung Polizei melden. Oh Gott. Die bluten da auch Naja. ein bisschen. Wir liefern Ja, sie am ich weiß, Krankenhaus aber ab. das wäre super. Ich danke Ihnen, die Herren. Ach. Oder kommt er da gerade? Ja. So, Sie können bei mir mitfahren. Bitteschön. Ist da gerade jemand im Side? Weiß ich War nicht. das Gimbo? Machen Sie lieber schnell, bitte, schnell. Er möchte, dass ich schnell fahre. Ja, fahr mal. Bin nicht so Warum der das denn? Profi im Bremsen. So, und jetzt, Oh. wie die Fahrt weitergeht und wie wir Oh, oh, unseren oh. Kollegen da besuchen im anderen HQ, der auf uns HQ Gibt's ein und Huni? auf uns wartet und so. Lol. Wie es Ich weitergeht, kann. sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben von Ben, den Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und wie es hier spannend weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao.